ist es. Thüringen. 50 Kilometer vor der Grenze liegt Pößneck. Hier tüfteln Peter Strelzig und sein Kollege Günther Wetzel im Geheimen, wie sie diese Grenze überwinden können. Die Ingenieure wissen, auf konventionellem Weg ist eine Flucht zu gefährlich. Ja, und die Männer hatten dann mal so eine Idee gehabt, ja, mit einem Ballon. Und da habe ich gesagt, ein Ballon, also habe ich gesagt, wir haben da gar keine Ahnung davon. Dafür brauchen wir einen Ballon. Das funktioniert sowieso nicht. Gasballon wäre natürlich besser gewesen, da siehst du keinen Feuerschein, nicht? Aber woher nimmst du Wasserstoff oder Helium her? Da haben wir gesagt, was bleibt uns anders übrig? Heißluft. Familie Strelzig hat einen verwegenen Plan. 25 Kilometer mit dem Wind nach Westdeutschland. In die Freiheit mit einem selbstgenähten Ballon. 3. Juli 1979, 23 Uhr. Gleich hinsetzen. Wo wir dann auf den Startplatz waren, wo dann der Brenner praktisch den Ballon aufgeheizt hat. Dann ist es einem doch schon ein wenig anders geworden. Los jetzt, du guckst nach dem Seil und richtig festhalten, richtig festhalten. Dann habe ich nochmal richtig kräftig geheizt und da ging es dann über die Bäume weg. Mach den Seil ab. Ich wollte möglichst hoch, weil immer der Gedanke war, es könnte ja geschossen werden. Es könnte geschossen werden. Und dann war es so, wir sind mit dem Ballon so bei 1200 Meter in eine Wolke eingetaucht. Und das hat dazu geführt, dass sich die Hülle vollgesaugt hat und wir praktisch an Höhe verloren haben. Nach 34 Minuten Crashlandung im Wald. Jetzt wussten wir nicht, sind wir jetzt schon auf der westdeutschen Seite oder sind wir noch hier? Was ich nie vergessen werde, auf einem Baumstumpf lag ein Kasten, ein viereckiger Kasten, mit vielen Drähten drumherum. Da habe ich auch noch gedacht, ob das nicht irgendwie Alarmanlage oder irgendwas, Selbstschussanlage sein könnte. Es sind Stolperdrähte, die bei Berührung Alarm auslösen. Sie sind noch im Osten. Dann ist der Punkt gekommen, wo wir richtig geweint hatten. Weil wir waren so nah dran, es waren lediglich 200 Meter. Und jetzt sind wir wieder hier und es ist alles so wie früher. Wenig später entdeckt ein Volkspolizist den Absturzort. Aber er ist nicht im Dienst, sondern unerlaubt auf Pilzsuche im Sperrgebiet. Ich bin oft dort in die Pilze gegangen und ich habe den Ballon hängen sehen. Aber ich habe nichts gesagt, denn da hätten sie mich auch wieder reingekriegt. Da hätten sie gesagt, was hast denn du dort zu suchen? Du hast doch gar keinen Dienst gehabt. Und da hätte ich öfter gesagt, für meine Pflichterfüllung keine Belohnung gekriegt, sondern den dritten Arsch. 17 Tage später findet die Stasi das Fluchtgerät. Egon Matjasik, jetzt im Dienst, muss helfen. Ich bin ja eingesetzt worden dort, um den Ereignisort abzusichern. Ich habe mir auch den Ballon genau angeguckt. Einige persönliche Dinge haben die Strelzigs am Absturzort zurücklassen müssen. Ich hatte ja meine Bilder noch dort, die habe ich aber noch geholt, aber die Medikamente habe ich dann eben liegen gelassen, unter Hektik. Genosse Major? Es sind auch Medikamente mit Chargennummern. Ich habe auch mitgekriegt, wie man die Nummern notiert hat, um vielleicht über den Verkauf an die Täter zu kommen. Beweisaufnahme. Wenn ich das damals gemeldet hätte, wäre ja die Fahndung schon viel eher eingeleitet worden. Denn das sind ja ungefähr 14 Tage vergangen. Die Fahndung wird jetzt sofort eingeleitet. In der Stasi-Zentrale wird jeder Fluchtversuch genauestens protokolliert. Im Fall Ballon verfolgt man die besten Hinweise. Zangenfabrikat, Medikamentenrezept. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Spur, die Stasi zu den Strelzigs führt. Und jedes Mal, wenn hier ein Auto vorbeikam, oh, hoffentlich ist nicht die Polizei. Und also da hat man schon irgendwie, war man innerlich